Ich wünsche dir einen wunderschönen und einen erfüllten Tag und heiße dich ganz herzlich willkommen zum Piraten-Guerilla-Podcast von Seom im Zeichen des Guten. In dieser Folge erwartet dich ein ganz, ganz spezieller Gast, eine sehr, sehr inspirierende Frau, eine tolle Persönlichkeit, und sie hat ein ganz tolles Thema mitgebracht, einen Wunsch und eine Vision. Und diese Vision habe ich auch schon lange im und auf dem Herzen, und gemeinsam haben wir uns entschlossen, dir und uns diese Folge zu schenken. Es soll um die neue Welt gehen. Es soll darum gehen, was für Potenziale in uns liegen, was wir erschaffen können und so, so, so viel mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Lehn dich zurück, schließ die Augen, öffne dein Herz und genieße die Folge zur neuen Welt. Ich danke euch allen auch von Herzen für die vielen, vielen Kommentare zur letzten Folge. Tobias Kuhnert und ich haben uns ohne Ende gefreut, wie euch die Folge gefallen hat. Das Feedback auch für Tobias war gigantisch. Wir haben die verschiedenen Gewinner und Gewinnerinnen der Bücher und der Hypnose-CD auf YouTube bekannt gegeben und haben uns sehr gefreut, dass auch so ein spezielles Thema Hypnose und Unterbewusstsein für euch so wichtig und so schön ist. Ja, und da ihr so viel Freude mit dem Gast hattet, habe ich in dieser Folge einen weiteren, und zwar einen ganz, ganz besonderen Gast. Es ist eine Frau, eine Visionärin, eine Meditationslehrerin und so viel mehr. Sie wird sich dir gleich selbst vorstellen. Ihr Name ist Kesari und sie steht dafür ein, dass das Leben leicht sein darf. Und sie hat dafür verschiedene Methoden und Möglichkeiten, es den Menschen zu zeigen. Und bevor ich weiter von ihr erzähle, lasse ich sie erstmal selbst kurz zu Wort kommen. Hier ist Kesari als mein Spezialgast in dieser Folge für dich. Hallo, mein lieber Seom. Vielen, vielen lieben Dank dir für deine herzliche Einladung. Und ja, ich freue mich total, dass wir heute über dieses wundervolle Thema reden dürfen. Ich stelle mich ganz kurz vor. Also Kesari, ich bin jemand, der den Menschen beibringt, wie das Leben leicht sein kann. Und zwar am besten wirklich federleicht. Und wie wir auf dem Weg in diese Leichtigkeit alten Schmerz loslassen und immer mehr in die Freude kommen. Und vor allem auch dann, wenn draußen ein Sturm bläst. Und ich glaube, wir wissen gerade alle, dass es gerade ziemlich wild bläst. Aber das sollte uns nicht auf die Laune schlagen oder uns aus unserer Mitte bringen, sondern die große Herausforderung ist jetzt, wie können wir denn trotzdem in unserer Mitte sein und vielleicht sogar mit der ganzen Geschichte wachsen. So, so schön, Kesari. Und genau das ist ja auch meine Philosophie und die von so vielen Gefährten und Gefährtinnen dieses Podcasts, dass wir aus uns, aus unserer Liebe, aus unserer Mitte schöpfen. Und ich habe schon gesagt, du zeigst Menschen, wie sie ein leichtes Leben führen. Auf welchen Ebenen zeigst du das denn am allerliebsten den Menschen? Also ich mache das eigentlich immer mit drei verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist Meditation, weil das einfach wichtig ist, dass wir uns innerlich öffnen. Das nächste ist über Heilbehandlungen und dann über Coaching, weil manchmal braucht es wirklich Bewusstseinsarbeit, vielleicht auch mal traumatherapeutische Arbeit, um alten Schmerz loszulassen, damit wir uns mehr für die Fülle öffnen können und bereit dafür sind. Und ich selbst habe mich von Kesari schon behandeln lassen und durfte ihr zu Hause schon mal zuschauen. Und auf ihrer Seite hat sie ein wunderschönes, ein so berührendes Video, in dem sie über Meditation spricht. Mich hat das Video wirklich tief berührt und ich habe schon viele Videos gesehen. Und du weißt, das ist auch ein bisschen unser Spezialgebiet, Videos und Musik und Sprache zu erschaffen und zu nutzen. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Deswegen lade ich dich von Herzen ein, dir das auch nach der Folge anzuschauen und zu genießen. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt und du kannst dir einfach auch mal das Video anschauen und ihre Gedanken und Bilder zur Meditation auf dich wirken lassen. Und ja, in der Folge wollen wir dich auch dazu einladen, dein Potenzial freizulegen, dich in dieser neuen Welt wieder zu entdecken, dich in deiner Individualität als Teil der neuen Welt zu sehen, weil
Es geht nicht darum, dass wir eine neue Welt kreieren, die außerhalb von dir stattfindet, sondern du bist Zentrum und zugleich ein Element dieser neuen Welt. Denn ohne dich funktioniert es nicht. Und deswegen wollen wir jeden und jede Einzelne in diesem speziellen Podcast, in dieser Folge inspirieren und wirklich auch aufrufen, zeig uns deine neue Welt. Wie sieht sie für dich aus? Was bist du in dieser Welt? Und was fließt aus dir, um in diese Welt hineinzufließen? Kesari hat dieses Thema für mich vorgeschlagen und kam mit dem Gedanken zu mir und ich war sofort Feuer und Flamme und finde es so, so cool. Sie hat mir erzählt im Vorgespräch, sie hat einen meiner Podcasts gehört und da sprach ich davon, dass es so magnetische Themen gibt, also Dinge, über die Menschen sprechen, die ihnen vielleicht nicht gut tun. Kesari, willst du das nochmal kurz wiederholen, was du dabei empfunden hast, als ich davon sprach? Ja, gerne. Und mir ist da auch sofort aufgefallen, wie oft mir das jetzt schon begegnet ist, dass man mit lieben Leuten zusammensitzt oder Leuten, die man nicht kennt. Und ständig sind Themen auf etwas gerichtet, was uns eigentlich nicht gut tut. Themen, die uns eher Energie kosten, Themen, die unsere Ängste schüren, Negativnachrichten, whatever. Also, dass wir eigentlich so eine Tendenz zu haben scheinen, uns sehr viel damit zu beschäftigen, was uns nicht gut tut. Und das ist einfach nicht förderlich für uns. Und wie wäre es denn, wenn wir wirklich mal einen Schritt zurücktreten und aufhören, dem unsere Energie zu schenken, sondern vielmehr dem unsere Energie schenken, was wollen wir denn wirklich? Was hätten wir denn gerne? Also, dass wir aufhören, die ganze Zeit von einem Worst-Case-Szenario zu reden und stattdessen vielmehr von einem Best-Case-Szenario. Wie wäre es denn, wenn wir da unsere Energie hineingeben und anfangen zu träumen und uns gegenseitig inspirieren und schauen, dass unsere Energie hochgehalten wird und wir damit wirklich was verändern. So gut. Genau das denke ich und empfinde ich schon so, so lange. Ich kenne das so gut bei Familienfesten. Vielleicht kennst du das da draußen auch sehr, sehr gut. Man ist in positivster Stimmung. Ich sage immer so gerne als Beispiel, du meditierst in der Früh, gehst vor das Haus und bist so gefühlt kurz vor Buddha-Status. Dann steppst du raus und stellst fest, die Welt hat es noch nicht gecheckt. Und mit der Folge wollen wir dich auch einladen, dass es nicht nur immer an der Welt liegt, sondern eben an uns liegt, uns zu verändern, da wo wir sind, eben den Hebel in Bewegung zu setzen. Und wenn wir jetzt bei einem Familienfest oder bei einem Treffen bei Freunden sind, als Beispiel, dann stellst du fest, manchmal bewegt man sich schnell in den Spiralen, die negativ sind. Sei es geht um das politische Geschehen oder um Verordnungen oder um Dinge, die defizitär erscheinen. Und man schaut sich gar nicht um und ist sofort mitten in der Diskussion und Teil dessen. Und ich habe für mich festgestellt, du hast das Recht und die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Und interessanterweise atmen viele Menschen auf, wenn du das tust. Also wenn ich in Familienfesten sage, lass uns doch mal hier stoppen und nicht weiter davon sprechen, was uns stört, sondern lass uns mal auf das fokussieren, was schön war, was ist uns im letzten Jahr widerfahren, wofür wir dankbar sind, was waren unsere Erfolge, was waren die Dinge, die uns tief im Herzen berührt haben, dann entsteht oft sehr viel Entspannung und sehr viel Aufatmen im Kreis und dann begegnen wir uns tiefer und wahrhaftiger und echter. Und zu dieser Begegnung wollen wir dich jetzt und hier einladen. Ja, wir würden dich gerne dazu einladen, dass du gemeinsam mit uns dir vorstellst, wie könnte alles ganz wunderbar werden? Wie wäre unsere Welt, wenn unsere tiefsten, innigsten Träume plötzlich erfüllt wären? In was für einer Welt würden wir leben? In was für einer Welt wollen wir leben? Und wichtig zu wissen ist, wir sind die Erschaffer unserer Realität. Wir können durch unseren Fokus, unsere Worte und vor allem auch durch unsere Gedanken kreieren, was wir wollen. Und es ist so, so wichtig, dass wir rauskommen aus dieser Idee, die so abstrus ist, dass wir keine Macht hätten. Wir haben so bombastisch viel Macht. Wir haben so viel Macht und es wäre so schön, wenn wir uns alle dessen wirklich bewusst wären und diese Macht auch nutzen. Und wir haben es in der Hand,
wie es hier jetzt weiterläuft. Wir haben in der Hand, was auf diesem Planeten geschieht. Und wir müssen nicht alles durch Machen und Tun erreichen, sondern ganz, ganz viel können wir auch durch unsere Energie erreichen, durch unsere Wünsche, durch unsere Gedanken, durch unseren Fokus und unsere Ausrichtung. Und dazu möchten wir dich inspirieren. Und das Schöne ist, dass das jeder kann. Jeder und jede da draußen ist dazu in der Lage. Wir sind alle mit der größten Kraft des Universums ausgestattet, mit der Liebe. Und durch diese Fähigkeit besitzen wir die Kraft, alles zu verändern und diese große Himmelsmechanik in Bewegung zu setzen, Felder und Brücken zu erschaffen, Brücken in neue Welten. Und wir sind keine Marionetten, wir sind keine Spielfiguren, auch wenn manche das vielleicht meinen oder dich dazu anregen, das denken zu sollen, sind wir tatsächlich selbstbestimmte, schöpferische, unendlich machtvolle Wesen. Und das Schöne daran ist, dass diese Macht bei dir im Inneren beginnt. So die Zelle geht von innen auf und die wunderschöne Welt kreiert sich eben auch von innen heraus. Das bedeutet, du darfst bei dem anfangen, was du siehst. Wir haben in meiner Folge Visualisierung schon mal davon gesprochen, deine Schöpferkraft, deine Fähigkeit zur Visualisierung, zur Imagination ist wie ein Muskel. Und wenn du diesen Muskel lange Zeit nicht verwendet hast, dann meinst du vielleicht, er wäre nicht da. Und nur wenn er sehr schwach ist, ist es vielleicht schwieriger, ihn in Gang zu setzen. Und dennoch ist er da. Und umso häufiger du ihn verwendest, umso stärker wird er. Und heute wollen wir ihn anregen. Deinen Muskel zur Imagination, zur Vorstellung, zur Visualisierung von einer grandiosen Welt. Und dabei ist so wichtig, dich darauf zu fokussieren, was du sehen willst. Dein Verstand mag hier und da vielleicht Abzweigungen nehmen wollen und dir jetzt und hier sagen wollen, dass das nicht so realistisch ist. Und glaub mir, es gibt so viele Stimmen, die mir immer wieder sagen wollten, was nicht so realistisch ist. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht immer darauf gehört habe. Fast nie, ehrlich gesagt. Und deswegen wollen wir dich einladen, zwei Worte in diesem Podcast, in dieser Übung nicht zuzulassen. Und zwar das Wort aber und das Wort eigentlich. Dein Aber kann so oft ein Schutzschild sein, ein Schutzschild deines realistischen Verstandes, und das wollen wir fallen lassen. Das wollen wir in dieser Folge einfach fallen lassen, und statt jedem Aber ersetzen wir dieses Wort durch ein Und. Und das Wort eigentlich brauchen wir nicht, denn wir tun die Dinge in Liebe und dann brauchen wir kein eigentlich. Und wir beginnen bei dem, was wir wollen. Kesari, wenn wir an die neue Welt denken. Was wollen wir? Oh, da fällt mir so, so viel ein. Also zum einen ist es so, dass ich wirklich glaube, dass wir einem sehr, sehr großen Shift bevorstehen, dass sich die Welt gerade massiv verändert. Und wir haben jetzt hier gerade so ein Aufbäumen von zwei Seiten, ja? Aber ich bin so überzeugt davon, dass das Gute gewinnt, dass die Liebe gewinnt, dass die Liebe sich ausbreitet. Du brauchst ja auch schließlich nur eine kleine Kerze, um den Raum zu erfüllen, der vorher dunkel war. Und wenn ich an die neue Welt denke, dann ist das eine, dass ich mir denke, hey, wir haben es total in der Hand, wie lange es noch dauert, bis sie kommt. Das ist so das Erste. Wir haben einfach so viel Macht. Und dann, was ich mir so alles vorstelle, das ist zum Beispiel, dass wir im absoluten Einklang mit der Natur leben, dass wir nicht mehr diesen Fokus haben, Wirtschaftswachstum, sondern vielmehr, hey, wie um alles in der Welt können wir noch liebevoller miteinander umgehen? Wie können wir noch liebevoller mit der Natur umgehen? Wie können wir die Natur heilen? Wie können wir uns heilen? Wie können wir beides heilen? Wie können wir unser Miteinander achtsamer gestalten, wertvoller gestalten? Wir haben so viele Konzepte, wo ich mir jetzt denke, hey, können wir die nicht um 180 Grad mal drehen? So zum Beispiel, warum sollte mir mein Wohlbefinden wichtiger sein wie dein Wohlbefinden? Wäre es nicht total schön, wenn wir das Wohlbefinden von jedem Menschen genauso wichtig erachten würden wie unser eigenes? Oder so dieses Konzept von meine Familie, also meine Kinder. Wie wäre es denn, wenn dein Kind, wenn ich das genauso liebe wie mein Kind? Also ich glaube, für mich ist diese neue Welt, dass wir wirklich so viel mehr in die Liebe gehen und so viel mehr in die Achtsamkeit und in die,
in die Dankbarkeit, in die Wertschätzung, in die Geduld. Also Liebe hat so viele Gesichter. Und in die Verbundenheit. Das ist so, so schön, weil die steht hinter deinen Worten, finde ich, hinter allem, Kesari. Diese große Verbundenheit zu Mutter Erde, zu Vater Himmel, zu uns als Menschheitsfamilie. Und du hast zu mir vorhin einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat. Das war so ein kleiner Nebensatz. Du sagtest, weißt du, dort, wo du bist, bist du richtig. Und ich fand es deshalb so berührend, weil ich weiß, dass viele Menschen, die das jetzt hören, die mir auch schreiben und die uns auf Konzerten begegnen, sagen, ich stehe an dem Punkt, an dem ich nicht stehen will. Und es fühlt sich nicht gut an, hier zu sein und du hast leicht reden, weil du lebst deinen Traum. Und ich finde es so schön, dass deine Vision, Kesari, damit beginnt, wo wir stehen, wo jeder Einzelne steht. Und deshalb, was meinst du damit, wenn du sagst, dort, wo du stehst, wo du bist, bist du richtig? Also ich glaube, dass wenn wir genau dort, wo wir stehen, mal ganz tief in die Anerkennung gehen, dass wir anerkennen, dass wir dort richtig sind, dass das, was wir gerade empfinden, seine Berechtigung hat und wir jetzt nur schauen, okay, und was braucht es jetzt, damit es mir richtig gut geht? Also angenommen, uns regt gerade irgendwas auf, genau dort, wo wir sind, dann einen Schritt zurücktreten, aha, okay, mich regt was auf, so, und was braucht es jetzt? Vielleicht ist es gerade wichtig, dass ich das, was mein Herz gerade sagen möchte, einfach nur ausspreche. Vielleicht erfordert es von mir gerade Mut, etwas zu sagen, was vielleicht sonst keiner hören will, aber wo mein Herz sagt, hey, das ist wichtig, dass ich das sag. Das braucht es vielleicht gerade. Vielleicht ist das genau der eine Satz, der jetzt gerade wichtig ist, dass er gesagt wird. Es geht einfach darum, glaube ich, dass wir viel mehr auf unser Herz hören, viel mehr schauen jetzt aktuell in dem Moment, heute, in der Sekunde, in der Minute, in der Stunde. Was wollen wir tun? Was wollen wir sagen? Was will unser Herz sagen? Und deswegen sind wir immer genau dort richtig. Und es ist in Ordnung, wenn es einmal nicht so gut geht. Aber dann geht es darum, okay, was würde mein Herz denn brauchen, damit es mir wieder besser geht? Was würde der andere brauchen, damit es ihm wieder besser geht? Ich muss nicht immer gleich die ganze Welt verändern, sondern es reicht, das auszudrücken, was mein Herz jetzt gerade hier sagen möchte. Wunderschön. Und jetzt lassen wir dein Herz kurz sprechen. Du hörst jetzt schon, dass sich eine wunderschöne Musik in deinem Raum zeigt. Und der darfst du einfach mal folgen und darfst tief durchatmen, tief in deinen Bauch atmen und spüren, dass das Leben durch dich atmet. Dass es jetzt, wo du bist, nichts weiter zu tun gibt, als dich fallen zu lassen, dich in dich selbst fallen zu lassen. Und jetzt lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen, wo du gerade stehst. Und anzuerkennen, dass du bist, wo du bist. Und dich dort, wo du bist, anzunehmen. Und wenn du möchtest, dann sprich gern aus, wo du gerade stehst. Ob es dir gefällt oder nicht, spielt erst keine Rolle. Sprich es einfach aus, um es anzuerkennen. Und jetzt fragt dein Herz, was ausgesprochen werden möchte. Thank you.
dann kannst du dir überlegen, oder besser spüren, wo geht dein Herz auf? Was genau würde es brauchen, damit dein Herz ganz federleicht wird? Was würde sich dein Herz wünschen? Was lässt dich leuchten? Und was lässt die Menschen um dich herum leuchten? Was würdest du jetzt tun wollen, wenn es keine Grenzen geben würde, keine Vorschriften, die dir irgendjemand macht? Was würdest du jetzt tun wollen? Wo lacht dein Herz? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde und du absolut freie Wahl hast? Wenn es keine Vergangenheit gibt, wenn du keine Erwartung zu erfüllen hast, wenn du einfach spielen darfst, einfach sein darfst. Einfach diesem Flug deines offenen Herzens folgen darfst. Es ist so wichtig, dass du deine Herzenswünsche absolut ernst nimmst, denn sie kommen aus deiner göttlichen Quelle. Sie kommen aus deiner wahren Natur. Und weil wir alle aus dieser einen Quelle entstanden sind und weil aus dieser Quelle unendliche weitere Formen entstehen, gibt es keinen Vergleich. Es gibt kein besser und schlechter. Es gibt einfach nur die Unendlichkeit dieser einen Quelle, dieser einen Freude. Und das bist du. Das sind wir. Und das ist das, aus dem die neue Welt entstehen wird. Und vielleicht konnten sich schon einige Impulse zeigen, was für dich der nächste Schritt ist, was dir gut tut. Und vielleicht wartet es noch, doch sei gewahr, wenn die Frage in den Raum gestellt ist. Wenn die Frage gestellt wurde, dann folgen Antworten. Manchmal schnell, manchmal langsam, doch ich weiß, dass sie folgen werden, dass keine Frage für dich unbeantwortet bleiben wird. Und darauf darfst du vertrauen. Darin darfst du dich entspannen. Vielleicht hast du mal wieder Lust, barfuß durch Matsch zu laufen oder nackig im Regen zu stehen. Oder vielleicht möchtest du mal wieder um die Welt reisen oder mal wieder zu See, um auf ein Konzert gehen. Vielleicht hast du Lust, mit Kindern zu arbeiten. Vielleicht möchtest du dazu beitragen, dass es der Natur besser geht. Vielleicht möchtest du das Wasser reinigen, die Erde, die Luft. Und vielleicht ist es gerade deshalb jetzt Zeit für dich, für deinen Wunsch. Für deine Vision. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen über ihre Vision und keine Vision gleich der anderen, weil wir so individuell sind, weil wir solche wundervollen Ausdrucksformen, solche schönen Blüten der Unendlichkeit sind, dass jeder Wunsch speziell sein darf. Und bei diesen Vielleichts, bei diesen wunderschönen Impulsen von Kesari kam vielleicht in deinem Verstand das ein oder andere Aber. Und vielleicht ist es Zeit, auch das jetzt loszulassen. Wenn wir über Reisen und über Konzerte sprechen, dann sprechen wir von der neuen Welt. Und wenn sich in deinem Kopf ein Aber formt, dann transformier es durch ein Und. Diese Welt, die wir kreieren, ist schon sehr bald Realität. Ist schon sehr bald gelebte Zukunft, in der wir uns jetzt befinden.
so wollen wir dich jetzt einladen, in verschiedene Gedanken zu gehen. Am Ende dieser Folge wünschen wir uns, dass du deine neue Welt, unsere neue Welt siehst. Und es soll möglichst konkret sein. Das darf aus dem Abstrakten in das Konkrete hineingeboren werden. Und es darf jetzt geschehen, weil immer wieder jetzt ist. Mein lieber Freund Ruben sagte in Köln beim Konzert so schön, dieser Moment ist ein Neuanfang. Und dieser Moment ist ein Neuanfang. Und dieser Moment ist ein Neuanfang. Also lass uns jetzt diese Momente nutzen, um die neue Welt gemeinsam ganz konkret auszumalen. Und wir möchten dir kleine Schritte zeigen, kleine Schritte, die dir helfen dürfen, dein Bild der neuen Welt zu formen und zu sehen. Was vielleicht auch noch schön ist, wenn wir eine Sache mit reinnehmen, und zwar den Glauben an Magie. Wir müssen nicht immer wissen, wie etwas genau passiert, wie wir von A nach B kommen, sondern wir müssen uns nur dafür öffnen und ins Vertrauen gehen und einfach Magie wieder zulassen. Das Leben kann so magisch sein. Ich versuche das bei mir täglich oder fast täglich zu integrieren, dass ich mich öffne für Magie, und ich mache mir immer mal wieder so Challenges, dass ich mir Dinge wünsche, manchmal so kleinere Sachen erstmal, um mir die ganze Zeit so selber zu zeigen, hey, ich habe Macht, ich habe Kraft und ich kann meine Wünsche Realität werden lassen, ganz magisch. Und du hast es ja auch so schön geschrieben in deinem Buch Folge den Zeichenseum, wie du dich öffnest und dann immer mehr geführt wirst und geführt wirst und geführt wirst und der Weg sich dann zeigt. Ja, und der Weg zeigt sich jedes Mal auf so unfassbar vielfältige Art und Weise. Ich habe Johanna darüber gesprochen, was wir als nächstes kreieren werden, und dann sagten wir, also was ich kreieren darf, was durch mich kreiert werden will, und wir sagten, wir schauen mal, was passieren wird, und ich habe es dir schon in der vergangenen Folge gesagt, es kam ein Angebot von einem riesengroßen Verlag, so, und das besagt die Magie, von der Kesari spricht. Ich wusste nicht, wie sich mein neuer Weg gestaltet und wie er sich zeigt und formt, und auf einmal ist da die Idee, ich schreibe einen Roman und bringe eine neue Form von Kreativität durch dich zum Ausdruck. Und egal, um was es geht, wenn wir neue Locations suchen, wenn wir Menschen in unserem Umfeld suchen, dann konzentrieren wir uns mittlerweile nur noch auf das Finden und genießen die Show. Also ich lehne mich zurück, gebe den Gedanken ab und genieße die Zeichen, die sich mir zeigen. Und so sind Johanna und ich um die gesamte Welt gereist und sind zu den Kogi gekommen. Und diese Geschichten sind ja im Buch. Wir haben durch genau diese Mechanismen, durch die magischen Fähigkeiten, die wir alle besitzen, gelernt, staunen zu dürfen. Und das merke ich bei Finn, bei meinem Sohn zum Beispiel so krass, der staunt sich durch die Welt. Und dadurch öffnen sich ihm so viele Felder von Abenteuern, von Geheimnissen, von Wundern. Und ich glaube, genau das dürfen wir wieder lernen. Und wenn es um konkretes Manifestieren geht, dann ist die Frage gar nicht so sehr, was darf es sein, sondern wie magisch darf es stattfinden. So, ich sehe, was ich will. Und dann formt sich vielleicht was völlig anderes, das die gleiche Energie transportiert und in sich trägt, wie das, was ich eigentlich wollte. Und das Universum ist so viel schlauer und die Intelligenz, die unsere Intelligenz erschaffen hat, ist so viel größer, dass ich dieses Staunen als einen wirklich demütigen Akt der Dankbarkeit begreife. Und Staunen bedeutet für mich, sich in Demut zu verneigen vor dem, was da stattfindet und Teil dessen sein zu dürfen. Und so dürfen wir immer wieder Wunder erleben, kleine wie große Wunder für uns. Und das, was Kesari so schön beschrieben hat, ich hatte das einmal in einem früheren Podcast erwähnt, ich habe das Gesetz der Anziehung für mich zu lernen begriffen und ich habe mir eine weiße Rose vorgestellt einige Tage lang. Und dann kam in meiner damaligen Klinik
eine Physiotherapeutin in den Aufenthaltsraum mit einer weißen Rose in der Hand und fragte mich, ob ich die will. Und mir sind fast die Tränen gekommen und sie wusste nicht warum und sagte, ey, es ist nur eine Rose, passt schon. Sie hat sie geschenkt bekommen von einer Patientin. Für mich war es ein unglaubliches Zeichen eines großen Wunders. Und Kesari, du hast auch noch ein paar wunderschöne Beispiele dabei für das Materialisieren von kleinen wie großen Wundern. Und ich finde, das Schönste sind Beispiele von Menschen, weil sie uns so inspirieren zu verstehen, was alles möglich ist. Ja, ich übe damit noch immer, aber allein so die ganzen kleinen Beispiele sind so schön. Also zum Beispiel mein Partner, der meinte vor einer Weile, er würde so gerne Mohnblumen, weil du das gerade erzählst mit der Rose, er würde so gerne Mohnblumen bei uns pflanzen. Und ich meinte so, hey, ich habe vor einer Weile pinkfarbene Mohnblumen gesehen, die fand ich super, lass uns doch pinkfarbene Mohnblumen sehen. Und wir gehen in den Garten und da haben sich pinkfarbene Mohnblumen ausgesät. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Und ich habe vorher wirklich erst einmal pinkfarbene Mohnblumen gesehen, aber dann haben sie plötzlich schon von alleine in unserem Garten sind sie gewachsen. Oder wir waren, als hier alles zu war, waren wir in Mexiko im Urlaub und da gab es zwei wundervolle Vögel. Der eine war knatscheorange und der andere, der hieß Clockbird, der war knall eisblau, also ein wunderschönes Blau, und der hatte so ganz bizarre lange Schwanzfedern, die waren so ganz lang und unten war so ein wie so ein runder Teller. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, ich würde mir so sehr eine Feder wünschen von dem orangenen Vogel und eine Feder von dem blauen Vogel. Man hat den nicht so oft gesehen. Und ich habe mir aber gedacht, naja, aber ich hätte eigentlich auch gerne gleich noch eine Schwanzfeder. Ja, also der hat, glaube ich, nur so drei Schwanzfedern, also nicht so viel. Und diesen Vogel zu sehen, war schon relativ selten. Und ich war in einem Stand, wo jemand selbstgemachte Ohrringe verkauft hatte. So wunderschöne mit so orangenen Federn. Ich habe mir da so Ohrringe gekauft. Und als ich die dann hatte, dachte ich mir, ach, jetzt habe ich ja meine orangefarbenen Federn, aber ich wollte die doch eigentlich finden und nicht kaufen. Und dann dachte ich mir, naja, die blauen, die möchte ich jetzt lieber finden. Und dann habe ich tatsächlich von diesen unglaublich tollen knallblauen Federn 9 Stück gefunden und von den Schwanzfedern 3 Stück gefunden, die ja wirklich so selten sind. Und ich habe mir die jetzt aufgehängt, einfach um mich dran zu erinnern, hey, wenn ich meine Wünsche ernst nehme, und die dürfen so ganz klein und unbedeutend erscheinen, aber wenn mir so das Herz dabei aufgeht und wenn ich nicht dieses, ich brauche, ich muss, ich will, also kein Ego dabei habe, sondern diese reine kindliche, leichte Freude, wenn es sich ganz, ganz leicht anfühlt, dann wird es auch wahr. Ich habe dazu mal einen schönen Satz gelesen: Durch deine Absichtslosigkeit sprengst du alle Grenzen. Und das trifft sie, finde ich, so schön. Die Absichtslosigkeit, die kindliche Freude am Manifestieren sprengt für mich die Grenzen so, so schnell und beschleunigt alles, wie so ein Katalysator der Freude und der Euphorie. Ja, um die Freude geht's, glaube ich, wirklich. Also, dass genau das Ego nicht dabei ist, ja, sondern wir so richtig wie ein kleines Kind. Was wäre denn jetzt schön? und dann mal losspinnen und mal wirklich ohne Grenzen uns überlegen, was wäre denn jetzt wundervoll? Was wäre wundervoll? Dass wir nicht fragen, was wäre nicht schön, sondern was wäre wundervoll? Und dann mal schauen, was kommt. Und diese Wünsche, die ernst nehmen und schauen, was davon kann ich umsetzen. Bei was lasse ich mich einfach nur überraschen, dass mir das Leben das schon irgendwann bringen wird. Und ich freue mich nur drauf. Ich bin nicht traurig, wenn es nicht klappt. Nicht traurig sein, nicht verbissen sein, sondern wirklich in dieser unglaublichen, federleichten Leichtigkeit. Also ich glaube, wenn ich mir was wünsche, dann fühlt sich mein ganzer Körper federleicht an. Das ist so leicht. Und ja, ich
glaube, für mich ist das der Schlüssel. Mein Opa hat immer so schön gesagt, wenn was nicht geklappt hat, dann kommt bestimmt was Besseres. Das trifft es auch sehr, sehr schön. Also wenn es nicht klappt, dann vertraue darauf, dass ein besserer Plan auf dich wartet. Ja, oder eine andere Sache war, ich wollte mir eine Couch kaufen. Aber ich wusste nicht, was für eine Farbe in mein Wohnzimmer passt, weil mein Wohnzimmer so speziell ist. Und dann dachte ich mir, ja, wie entscheide ich mich denn jetzt? Also am liebsten wäre mir, es würde jetzt eine Firma vorbeikommen und die stellt ihre Sofas in mein Wohnzimmer und dann kann ich mir einfach die Farbe aussuchen. Und das war der eine Wunsch. Der zweite Wunsch war, ich bin spazieren gewesen und habe eine wunderschöne Collage gesehen, die als Werbung wo hing. Und ich dachte mir, boah, so eine Collage hätte ich auch gern für meine Webseite. Und dann dachte ich mir, ja, das könnte ich selber machen, aber nee, ich möchte eigentlich nicht so viel Zeit mehr am Computer verbringen und ich hätte lieber jemanden, der das für mich macht. Der dritte Wunsch war noch, dass ich dachte, oh, ich hätte total gerne einen wirklich schönen Film, so von unserem tollen Haus und den Kursen, die da stattfinden und die Coachings, die da stattfinden. Und das waren so diese drei gleichzeitigen Wünsche. Und am nächsten Tag habe ich dann plötzlich die schönste Webseite aller Zeiten gefunden und gesehen, ah, die Grafikerin, die lauter Collagen macht, die wohnt in Österreich und spricht Deutsch, habe sie gleich kontaktiert, habe dann gleich jemanden gefunden, auch noch, der wundervolle Filme macht. Dann habe ich aber gesehen, dieser Film und diese Collagen wäre doch ein ordentlicher finanzieller Input, den es brauchen würde und dachte mir so, naja, angenommen, das Geld fliegt morgen rein, dann mache ich das. Und dann hat, nicht am nächsten Tag, aber zumindest am übernächsten Tag eine Firma angerufen, wo ich mir übrigens auch überlegt hatte, ob ich von der nicht ein Sofa kaufen möchte. Und die hat gefragt, ob sie nicht mal bei uns ein Fotoshooting machen dürfte. Sie würden nämlich gerne ihre Sofas fotografieren. Und dann kam diese Firma tatsächlich zu uns nach Hause, hat ihre Sofas bei uns fotografiert, ihren gesamten Katalog bei uns gemacht. Ich konnte mir ganz genau ausmessen, welches Sofa denn da reinpasst. Ich hätte es nämlich viel zu groß bestellt. Und witzigerweise war dann das Geld, das ich dafür bekommen habe, genau die Summe auf den Cent, die es gebraucht hat für den Imagefilm und für die Collagen. Und so war gleich alles, alle drei Dinge auf einmal erfüllt. Oh, herrlich. Ich weiß noch, als wir beide uns kennengelernt haben, haben wir uns erstmal ein High Five drauf gegeben, weil wir uns einig fanden, dass wir beide so gut im Manifestieren sind. Jetzt weiß ich, was du meinst, beziehungsweise Materialisieren von einem Sofakatalog im Wohnzimmer. Mega gut. So, so schön. Da könnte ich noch ewig lauschen. Wir wollen einen Schritt weiter gehen. Wir wollen nochmal zu dir gehen. Wir wollen zur neuen Welt gehen. Du kennst vielleicht meine Lieblingsübung, die ich jeden Morgen oder jeden zweiten mittlerweile mache, wenn es um meine Visualisierung meines Lebens geht. Und zwar ist es der perfekte Tag. Ich stelle mir den perfekten Tag meines Lebens vor. Und remember, es ist ein Montag, weil unser Leben geil ist, es ist kein Sonntag. Und wir stellen uns vor, wie wir aufwachen und diesen Tag von vorne bis hinten fühlen, wie wir ihn spüren, wie wir ihn schmecken, wie wir ihn riechen, mit allen Details und allen Facetten. In der Folge Visualisierung machen wir das im Detail. Ich will dich jetzt zu einer Erweiterung einladen. Du folgst ganz entspannt der Musik, die du jetzt hörst, und du darfst deine Augen schließen. Du darfst dir vorstellen, wie du erwachst in deinem Zuhause, in einem traumhaften Zuhause, in einem wunderschönen Ort, bei wundervollen Menschen. Und du läufst voller Erfüllung durch dein Zuhause. Du riechst dein Zuhause, du schmeckst die Freude, du fühlst die Dankbarkeit, die Euphorie, du hörst das Lachen um dich herum. Und
neben der Erfüllung, dass du ein perfektes Leben führst, ein wunderschönes, ein erfülltes Leben führst, fühlst du die Freude, dass sich in der Welt etwas Grandioses verändert hat, dass eine gigantische Welle der grandiosen Liebe, der bedingungslosen Liebe den Planeten erfasste und alles verändert hat. Und wenn wir jetzt gemeinsam gleich vor die Tür gehen, dann sehen wir die neue Welt in vielen Facetten und wir laden dich ein, ein paar Gedanken zu folgen, ein paar Bilder zu kreieren und die Bilder vielleicht durch deine Vorstellung zu erweitern. Denn umso genauer und umso deutlicher wir diese Welt sehen, umso schneller wird sie manifestiert. Und ich lade dich ein, fühle sie, fühl die Dankbarkeit, fühl die Freude, die Demut, fühle die Berührung, die Freudentränen, wenn du sie siehst, wenn du sie spüren kannst. Und so verlassen wir gemeinsam das Haus und machen uns auf die Reise. Vielleicht in einem Fahrrad, vielleicht zu Fuß. Ich fahre gerne auf meinem Skateboard. Vielleicht ist es ein völlig neues Gefährt, eine Art Automobil mit einer völlig neuen Antriebsform, etwas Grandioses, etwas Schadstofffreies, etwas Gesundes. Und so bewegst du dich. Was ich dann sehe, ist viel Natur. Und selbst wenn wir uns in Städten bewegen, sehe ich Urban Gardening, ich sehe Permakultur auf Häusern, ich sehe völlig neue Systeme, dass Gebäude integriert sind in die Natur, dass all das, was vorher grau war, jetzt grün ist. Ich sehe sehr viel Permakultur. Die Welt ist viel strahlender und grüner wie vorher. Die Natur schaut ganz verwandelt aus. Es ist nicht mehr alles in Reihe und Glied. Es ist ganz wild, so wie die Natur wirklich wachsen möchte, so wie Pflanzen sich ausbreiten möchten, so wachsen sie. Und unsere Häuser, dort wo wir wohnen, sind aus natürlichen Materialien integriert in das System. Wenn wir ein Haus bauen, dann fragen wir vorher, darf dieses Haus hier gebaut werden? Möchte dieser Platz, dass hier unser Haus steht, ist unsere Energie hier erwünscht? Und vielleicht sehen wir alte Bilder, ganz alte Überbleibsel von Monokulturfeldern und verstehen, dass wir damals so falsch rum gedacht haben. Was nicht schlimm war, weil wir es jetzt besser wissen und jetzt erkennen wir, dass Vielfalt in jeglicher Form der Schlüssel zu all dem ist, was uns der Planeten schenkt und was wir dem Planeten schenken dürfen. Und wir erkennen, was unsere Aufgabe ist, dass wir in großen Familienland sitzen, in einem großen Verbund von Gemeinschaften leben dürfen. Und dass wir so als Hüter und Hüterin der Erde unseren ursprünglichen Auftrag wieder wahrnehmen, wieder anerkennen, wieder ausführen, nämlich dass wir dem Planeten dienen, dass wir das Leben bewahren, dass wir die Tiere und die Pflanzen schützen. Und dieser Schritt, dass wir erkennen, dass wir die Hüter der Erde sind, der ist enorm. Dieser Schritt, dieser innere Schritt, der ist so riesig. Wenn wir uns im Spiegel anschauen,
und uns tief in die Augen schauen, kommen uns die Tränen, weil wir so eine tiefe Liebe zu uns selber haben. Weil wir uns selber so lieben und so wertschätzen und anerkennen für das, was wir sind. Und anerkennen dafür, durch was für einen Matsch wir jetzt gelaufen sind. Jetzt stehen wir plötzlich, wo es einfach wunderschön ist. Und stehen hier in unserer Größe, mit all unseren Facetten. Und erkennen uns als das an, was wir sind, als Hüter und Hüterinnen der Erde. Und du darfst den Klängen lauschen und diesen Song als deine persönliche Hymne fühlen und dich als Teil dessen spüren. Mir wurde dieser Welt gesandt und gesegnet mit Wissen und mit all eurer Kraft, den Planeten zu schützen. Segnet die Erde, um euch mit ihr zu verbinden und wie der Atem der Meere still im Himmel zu versinken. Tanzt mit den Winden, schenkt der Welt eure Kraft, spendet tröstendes Licht und erhellt eure Nacht. Erkennt eure Macht, um alle Schwachen zu schützen und die Stärke eurer Kraft immer achtsam zu nützen. Das Leben ruft euch über die Hügel und Meere. Seid die Wächter des Planeten, meine Hüter der Erde. Meine Hüter der Erde. Das Sonett sanfter Winde und die Tonart des Regens flüstern Lieder der Stille in der Oper des Lebens. Die Vögel erheben sich, still zu den Hügeln, zum Tanz mit den Wolken, mit schillernden Flügeln. Erkennt eure Macht, um alle Schwachen zu schützen und die Stärke eurer Kraft immer achtsam zu nützen. Das Leben ruft euch über die Hügel und Meere. Seid die Wächter des Planeten, meine Hüter der Erde. Meine Hüter der Erde. Meine Hüter der Erde. Meine Hüter der Erde. Die Welt erzählt euch mit wispernden Worten vom Tanz der Magie in allen Dingen verborgen. Die Stille des Morgens, die die Nacht stets erhält, liegt tief in euch und formt den Atem der Welt, den Atem der Welt. Mit den Wäldern als Lungen und den Meeren als Iris. Lauscht ihr selbst wie das Herz all den Klängen des Liedes. Das Leben ruft euch, das Leben ruft über die Hügel und Meere. Seid die Wächter des Planeten, meine Hüter der Erde. 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 Segnet die Erde, um euch mit ihr zu verbinden
und wie der Atem der Meere, still im Himmel zu versinken. Tanzt mit den Winden, schenkt der Welt eure Kraft, spendet tröstendes Licht und erhält eure Nacht. Erhält eure Nacht. Erkennt eure Macht, um alle Schwachen zu schützen und die Stärke eurer Kraft immer achtsam zu nützen. Immer achtsam zu nützen. Das Leben ruft euch über die Hügel und Meere. Seid die Wächter des Planeten, meine Hüter der Erde. 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 Meine Hüter der Erde, meine Hüter der Erde. Lakshloya karnai yunerahi. Und meine Hüterinnen der Erde. Und wir wollen dich einladen, noch einen Schritt größer zu denken, noch eine Ebene hinzuzufügen. Vielleicht eine Ebene, die wir noch gar nicht denken können, die so groß ist, dass sie scheinbar unbegreiflich ist. Wenn wir uns als Hüter und Hüterin der Erde begreifen, dann laden wir vielleicht etwas noch Größeres ein, was uns wiederum hilft. Wenn wir diesen riesigen Schritt gegangen sind und erkennen, dass wir eine viel größere Aufgabe haben, dass wir die Hüter der Erde sind, dann passiert ein enormer Shift. Dann kommen die Götter zurück. Dann kommen wir zurück in unsere wahren Ausdrucksform. Wir erkennen, dass wir nicht nur dieser kleine Mensch sind. Wir sind riesig. Wenn wir unser Herz immer in jedem Moment ausdrücken, in jedem Moment, wenn wir in jedem Moment die Kraft der Liebe und der Wahrhaftigkeit durch uns durchlassen, egal welche Ausdrucksform sie gerade nimmt, dann werden wir zu diesen wandelnden Göttern, dann werden wir zu dieser wandelnden Liebe und irgendwann ist es so, dass unsere Präsenz heilt, dass wir durch unsere Anwesenheit heilen, dass wir nicht mehr machen und tun müssen, sondern nur unsere Anwesenheit bringt die Welt noch mehr wieder in die Ordnung. Und Kraft deiner Präsenz als Göttin und als Gott
besitzt du die Fähigkeit zu verändern, zu heilen, zu transformieren. Und dann ist die Zeit des Bekämpfens vorbei. Dann ist die Zeit, gegen etwas zu arbeiten, vorbei. Dann fließen wir mit der Unendlichkeit, mit der unendlichen großen Kraft der einen Quelle, die wir sind, und werden zu diesen grandiosen Wesenheiten, die wir schon immer waren. Wir erinnern uns und sehen das Göttliche in uns wie in jedem anderen Wesen. Höchstwahrscheinlich können wir dann auch mit Tieren sprechen. Und vielleicht können wir auch Naturwesen sehen. Vielleicht verlernen wir es als Kinder gar nicht erst wieder. Vielleicht segnet unser Schritt den Boden. Vielleicht ist unsere Anwesenheit, die einen trockenen Fluss wieder zum Fließen bringt oder einen erkrankten Baum wieder heil macht. Und vielleicht lernen wir so von allem, wie alles von uns lernt. Und wir erkennen, das Leben wieder zu ehren, die Alten wieder zu ehren und die Jungen zu ehren. Sie nicht nur zu belehren, sondern von ihnen zu lernen. Uns zu Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen zu erklären und demütig und staunend von diesen kleinen und doch so großen Lehrmeistern was beigebracht zu kriegen. Und wenn du jetzt an die neue Welt denkst, dann sind wir natürlich fern von klassischen Bildungssystemen, doch vielleicht ist da noch was an schöner Gemeinschaft, wo Menschen sich gegenseitig bestärken. Und weil mir noch kein besseres Wort einfällt, nennen wir es mal im klassischen Sinne Fächer, die man vielleicht für Kinder bereitstellt, in denen sie was lernen dürfen. Möglichkeiten, Elemente, die sie erfahren dürfen. Ich will dich und dein zauberhaftes Feld der Fantasie einladen, mal zu überlegen, zu fantasieren, was könnten unsere Kinder in Zukunft lernen? Was dürften sie erfahren? Ich fände es so schön, wenn sie in Meditation unterrichtet werden, in Dankbarkeit. Und wie sie intuitiv Entscheidungen treffen können. Dass man schon in der Schule lernt, wie man unterscheidet zwischen einem Ego-Wunsch, der mir jetzt nicht unbedingt weiterhilft, und dem Wunsch des Herzens. Dass wir von ganz klein auf genau wissen, genau fühlen, was unsere Intuition möchte. Dass wir diesen göttlichen Impuls immer stärker spüren, weil, so wie du es am Anfang gesagt hast, dieser Muskel, den können wir stärken. Und es wäre doch wundervoll, wenn wir den schon von klein auf stärken. Wenn wir alle in Mitgefühl unterrichtet werden, einfach weil wir miteinander spüren und fühlen, wenn wir Telepathie und die feinsten Formen des Austausches schulen und uns gegenseitig darin teachen, wenn wir im Körper noch bewusster ankommen, wenn wir Yoga, Qigong, Tai Chi gegenseitig lernen und fühlen dürfen. Wenn wir in der Natur lernen, wie wir Jurten bauen, wie wir anpflanzen lernen, wie wir lernen, mit der Natur zu leben. Aktuell ist so, dass wir eine Balance in der Natur haben. Also immer ein Kleiner wird immer in der Natur vom Großen gefressen. Wie wäre es denn, wenn sich das auch ändert? Wenn wir nicht nur eine Balance kreieren, sondern eine echte Harmonie? Wie wäre es, wenn dieses Prinzip des Tötens komplett wegfällt und Tiere nebeneinander leben und sich nicht mehr gegenseitig fressen? Und wenn Kinder von Anfang an lernen, was selbstbestimmtes Handeln bedeutet, wenn wir nicht als Angestellte im System Funktionierende erzogen werden, sondern wenn wir lernen, selbst zu erschaffen,
wenn wir Schöpferkraft und Manifestation im Einklang, in Harmonie mit unserer Umwelt, mit der Motivation, dem Guten zu dienen, von Anfang an verinnerlichen. Ich glaube, auf die Form hätte mein Sohn richtig Bock. Da hätte er richtig Spaß dran. Das wünsche ich mir für ihn. Das manifestieren wir uns für ihn. Und wir würden uns total wünschen, wenn jetzt jeder, der heute zugehört hat, das übt und umsetzt und tagsüber immer mal wieder sich überlegt, was hätte ich denn gerne, was würde ich denn gerne kreieren. Oder wenn einem ein grummeliger Nachbar über den Weg läuft, sich vorstellen, wow, wie wäre es denn, wenn wir uns wirklich in den Armen liegen und uns freuen und Tränen in den Augen haben, weil wir merken, oh mein Gott, wir lieben uns so. Und dass diese innere Liebe immer stärker wird, sodass wir sie immer mehr auch im Außen sehen. Weil was wir ja jetzt machen, ist so, wir quetschen aus uns raus, was geht, aus unserer Zeit, aus unserem Tag. Und das machen wir mit der Natur. Und genau das könnten wir doch umdrehen. So laden wir dich ein, deiner Fantasie jetzt ganz, ganz freien Lauf zu lassen. Du kannst unter diesem Video, wenn du es auf YouTube anschaust, gerne im Kommentarfeld schreiben, wie du die neue Welt siehst, was dir wichtig ist, welche Neuerungen du siehst, welche Lösungen du siehst. Wir haben an der Oberfläche gekratzt. Wir hätten so, so viele Ideen, wenn wir uns gemeinsam darauf fokussieren, wie diese wunderschöne Welt aussehen darf. Welche neuen Formen, welche Ideen, welch unfassbares Potenzial freigesetzt werden kann, wenn wir uns in unserer Liebe auf den Erfindergeist, auf diese wunderschöne Kraft in uns fokussieren. Und dann entsteht sie, wie von selbst, die neue Welt. In wenigen Jahren, in bunten Geschichten, werden die Menschen von Wundern berichten. Vom Tag der Erkenntnis, der alles vollführte und das starre Gefängnis im Kopf transformierte. Wir ehrten das Wunder der Welten, als die offenen Herzen das Dunkle erhellten. Wir löschten das Feuer mit brennender Freude, schlossen Schlachthäuser und öffneten Zäune. Fernab von Sprachen, von Farben und Ländern ließ sich das Drama verändern. Wir schützten die Wälder und reichten uns Hände, verknüpften die Bänder und vereinigten Stämme. Als der Schleier der Verblendung vor den Brücken fiel, entstand im Zentrum der Herzen tiefes Mitgefühl. Wir reformierten die Bildung und lernten von Kindern, um die Welt zu erinnern. Eine neue Welt entsteht, magisch und fließend, farbenfroh strahlend, empathisch und liebend. Die Krisen verwandeln sich, formen den Pakt als Geschenk hinter Dornen verpackt. Eine neue Welt entsteht, magisch und fließend, farbenfroh strahlend, empathisch und liebend. Die Krisen verwandeln sich, formen den Pakt, als Geschenk hinter Dornen verpackt. Lass uns jene Welt kreieren, doch die Feder für das Werk muss jeder selber führen. Deshalb erkennen dir die Verantwortung an, aus der Retrospektiv deine Handlungen sprang, bis man sagt, so entstand die neue Welt, in der das Heute, die Freude und das Träumen zählt. Eine Welt, in der ein jeder liebend Rücksicht nimmt, bis alle Wesen wieder glücklich sind. Eine neue Welt entsteht, magisch und fließend, farbenfroh strahlend, empathisch und liebend. Die Krisen verwandeln sich, formen den Pakt, als Geschenk hinter Dornen verpackt. Eine neue Welt entsteht, magisch und fließend, farbenfroh strahlend, empathisch und liebend. Die Krisen verwandeln sich, formen den Pakt, als Geschenk hinter Dornen verpackt. Und ich freue mich so sehr, wenn wir diese Welt jetzt und hier gemeinsam kreieren. Und du weißt, es ist immer jetzt. Und deswegen laden wir dich jetzt ein, dich an den Anfang der Folge zu erinnern. Kesari sprach davon, dass der Wunsch jedes Einzelnen auch so wichtig ist. Und was ist dein Herzenswunsch? Wo darf es bei dir, in dir hingehen? Was ist dein Ausblick für dich?
damit können wir wirklich die Situation auf diesem Planeten verändern und vor allem auch mitbestimmen, wie schnell diese neue Welt kommt. Ich würde mir so, so wünschen, dass jeder, der heute zugehört hat, sich überlegt, was wäre mein nächster wichtiger kleiner Schritt oder mein nächster großer Schritt? Was will mein Herz? Und es geht nicht zwingend darum, dass wir jetzt die Welt verändern auf einen Schlag, sondern entweder wir verändern etwas an uns. Wir schauen, hey, was braucht denn ich, damit es mir besser geht? Was kann denn ich tun, um meine Energie hochzuhalten, um mich persönlich zu verwöhnen, um mir etwas besonders Gutes zu geben? Wie kann ich in mein Weiterkommen investieren, mich darin unterstützen? Oder eben, wie kann ich der Natur etwas geben? Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, hey, was du für dich tust, tust du für andere. Und was du für andere tust, das tust du für dich. Und wenn du also irgendetwas tust, sei es noch so klein, das dir gut tut und dich nährt, dann tust du damit allen anderen auch einen Gefallen. Weil dann bist du liebevoller, ausgeglichener, intuitiver in deinem Hören, was gerade jemand anders braucht, was die Situation gerade braucht. Und so kommen wir dieser wunderschönen neuen Welt näher und näher und näher und ganz, ganz schnell. Und umso achtsamer du mit dir umgehst, umso achtsamer wirst du mit deinen Mitmenschen umgehen. Und uns ist schon klar, dass da draußen nach wie vor viele Meinungen existieren und auch viel Spaltung getrieben wird. Und dennoch ist die Einladung jeden Tag umso größer, dich auf das zu besinnen, wovon wir gerade sprachen, was dein Herz leuchten lässt, was für dich als die große Wahrheit, das Licht in dir selbst anerkannt und gesehen, an sich gefühlt wird. Und so lade ich dich ein, bei jedem Gespräch, das sich in einer destruktiven Form entwickelt, in Zukunft im Inneren, vielleicht sogar auch im Äußeren, bewusst Stopp zu sagen und in den Worten der Menschen um dich herum positive Gedanken zu sehen, positive Aussichten zu spüren. Oder auch, wenn du bemerkst, dass du dir jetzt irgendwas Negatives denkst, gar nicht mal aussprichst, sondern nur denkst. Also zum Beispiel, oh Mann, die schon wieder, oh Mann, wann checken sie es? Was auch immer. Dass du einen Schritt zurücktrittst und dir sagst, ich freue mich so drauf, wenn diese neue Welt da ist und wir in Harmonie miteinander leben. Ich habe mich als Kind oft gefragt, wie es mir gelingt, so fröhlich zu sein. Und mir ist aufgefallen, dass mein Papa und auch mein Opa ganz oft zu mir gesagt haben, heute passiert was Tolles und dann freut man sich. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, aber wenn du als Kind gehört hast, dass etwas Schönes bevorsteht, dann wusstest du ja nicht, was passiert. Vielleicht bist du in einen Freizeitpark gefahren oder ihr habt einen Spaziergang in den Wald gemacht oder seid irgendwo hingefahren oder du hast ein Geschenk bekommen. Du wusstest nicht, was passiert, aber du hast dich ohne Ende gefreut. Und die Freude lass uns bitte auf die Welt übertragen. Das bedeutet, du weißt noch nicht, wann der große Shift stattfindet, aber er könnte ja heute stattfinden. Und vielleicht könnte heute etwas ganz, ganz Wundervolles in deinem Leben passieren. Und vielleicht erfährst du heute etwas, was so viel größer ist als du und all das, was du bisher kanntest, dass es dich förmlich vor Liebe aus den Latschen haut. Und deswegen freu dich jetzt schon drauf. Freu dich jeden Morgen drauf, dass es jetzt soweit sein kann und genieß die Show. Yeah! Eine Sache liegt mir noch am Herzen, und zwar, wenn du dir gerade überlegst, du hättest gerne mehr Leichtigkeit in deinem Leben und weißt aber nicht so ganz genau, wie du dahin kommen sollst, weil dir vielleicht ein gewisser Schmerz im Weg steht oder eine Hürde, wo du nicht so genau weißt, wie du da drüber klettern kannst, dann verlose ich jetzt ein 5-wöchiges Coaching mit mir, 1:1. Und schreib mir einfach hierfür eine kurze E-Mail in 1-2 Sätzen. Warum möchtest du dieses Coaching gewinnen? Was möchtest du verändern? Und dann wähle ich daraus jemanden aus für 5 Wochen Personal Coaching. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Webseite. Viel Glück! Wow, vielen, vielen Dank. Was für ein Riesengeschenk.
Und die Webseite ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Die findest du hier unter dem Video oder bei iTunes oder Spotify in den Shownotes zu diesem Podcast, zu der aktuellen Folge hier. Und so danke ich dir, liebe Kasadi, dass du uns eingeladen hast in deine wunderschöne Welt. Die Welt ist noch so viel bunter. Und wie gesagt, du kannst in den Shownotes gerne auf ihrer Seite vorbeischauen, ihr Video genießen, kannst dich mit dem befassen, was sie den Menschen zeigt und was sie tut. Das ist unglaublich inspirierend und schön. Und zum Thema Meditation wäre eine solche große, große Schatzkammer noch zu betreten, die wir gemeinsam anschauen könnten. Vielleicht tun wir das nochmal in einer späteren Folge. Aber ich danke dir jetzt schon mal von ganzem Herzen, dass du da warst und uns durch deine Vision und deine Ideen so, so stark bereichert hast. Vielen, vielen lieben Dank, Seum. Es hat mir auch total Spaß gemacht. Und eine Sache wollten wir doch noch sagen, und zwar, dass alles, was wir uns jetzt hier vorgestellt haben, dass wir uns immer sagen, hey, dieser Ballon kann noch größer werden, diese Ideen können noch größer werden und wir können uns noch mehr vorstellen und es kann noch wundervoller sein und noch magischer sein und noch freakiger ausgefallener, keine Ahnung, weil wir können es uns einfach noch nicht vorstellen, wie die neue Welt wirklich ist. Wir werden es dann sehen und ich freue mich drauf. Also lass es immer noch bunter werden und lass uns die Farbpalette bis ins Unendliche ausdehnen und es noch bunter anmalen. Und ich freue mich sehr, wenn du Teil dessen bist, durch deine Gedanken. Vielleicht hast du Lust, einen Kommentar zu hinterlassen und es sogar zu schreiben, was du siehst. Ich wünsche mir so sehr, dass man unter dem Video eine Stunde scrollen kann und Gedanken der neuen Welt lesen kann und sich einfach nur freut, was es für wunderschöne Impulse da draußen gibt. Wenn du uns besuchen willst, komm gerne auf Tour vorbei. Wir versuchen es immer so angenehm wie möglich zu halten. Wir freuen uns bei jedem Konzert. Du siehst die neuesten Tourvideos auf YouTube aus Köln, aus Dresden. Du siehst bei unserem Kölner Theaterkonzert, welch riesengroße Verbundenheit dort bestand. Jetzt haben wir als nächstes das Augsburger Theaterkonzert. Wir drehen dort einen Seeum-Film, der sehr bald auf dich zukommt. Und ja, dort ist zu spüren, wie wundervoll verbunden Menschen im Einklang leben und feiern können. Menschen, die auch verschiedener Meinung sind und dennoch in so viel Harmonie gemeinsam Grenzen sprengen. Und das wünsche ich mir für die Welt. Also, wenn du uns live besuchst, freue ich mich jetzt schon sehr auf dich. Und wenn du uns hier still lauscht, danke schön für deine Zeit, für deine Energie, für deine Aufmerksamkeit. Tausend Dank, lieber Seeum. Es war ganz schön mit dir. Ich danke dir, dass du hier warst und für so vieles mehr. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Lauschen und fürs Visualisieren und Teilsein dieser großen, bunten, wundervollen neuen Welt. Ich freue mich auf die nächste Folge in 2 Wochen. Bis dahin liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Und lass uns die Welt in Licht tauchen, denn dafür sind wir hier. Dein Seeum.